Hallo, guten Morgen, guten Tag aus Blieskastel, der Andi für euch. Heute mit einem Samsung Galaxy Tab S2. Ich Guten schaue noch. Tag. Hallo. Hallo. Ich schaue noch mal nach, ob das stimmt. SMT 819 ist ein Tab S2, jawohl. Und da haben wir gestern oder vorgestern hatten wir da schon diagnostiziert, dass der Charging IC kurzgeschlossen ist. Und zwar ist das der hier. Zeige ich euch gleich nochmal unter dem Mikroskop. Den haben wir jetzt bestellt, weil das nicht allzu häufig vorkommt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich muss zuerst die Platine raus. Ich bin nicht sicher, ob ich jemals aus einem Tab S2 die Platine ausgebaut habe. Schaffen wir uns erstmal einen Überblick. Der Akku ist schon getrennt. Gesundheit. So wie es aussieht, war es das schon an Schrauben. So, gut, da ist unsere Platine. Hier ist noch ein Antennenstecker. Dann gehen wir gerade hier und das Mikroskop. Ich habe hier so eine Unterhitze aufgebaut. Das ist von Joby, glaube ich. Ich habe die heute zum ersten Mal entdeckt. Die ist aber ganz cool. Ein Video. Also. So. Gefällt mir eigentlich ganz gut die Halterung. Haben wir hier so Feststeller. Hier auch. Bombenfest. Jetzt muss ich nur das Mikroskop noch ein bisschen umstellen, da die relativ hoch ist. Und da ist unser Übeltäter. Ich müsste noch ein bisschen höher, dann muss ich ein bisschen rausfahren, aber das geht auch so. Jetzt erscheint es mir allerdings ein bisschen dunkel. Das mache ich euch gerade noch mal ein bisschen heller auf die Schnelle. Abgleich. So lassen wir es. Das ist, denke ich, in Ordnung. Jetzt schaue ich mir zuerst an, wo die Ausrichtung ist, beziehungsweise der Punkt auf dem Chip, dass ich später wieder weiß, wohin der kommt. Und ich notiere mir das. Ich habe es mir nämlich schon so oft gemerkt und habe es dann doch vergessen wieder. Ist jetzt ein bisschen blöd hier zu arbeiten, weil ich meine Finger nirgendwo ablegen kann. Okay, das ging flott. Wenn wir an dem Gerät jetzt sonst nichts haben, wird das ein relativ schnelles Video, denke ich.
Problem an dem Unterhitzmodul ist, das kann man natürlich nicht drehen. Das ist ein riesen Klotz. Ihr seht das wahrscheinlich nicht allzu gut auf dem Video. Aber die ist groß und unhandlich. Muss man tierisch aufpassen, dass man sich nicht die Finger verbrennt. Schnappen wir uns jetzt unseren neuen IC. Das mag ich bei Samsung immer, dass die hier für jeden oder für fast jeden Chip hier eine Markierung haben. Dann sieht man ganz genau, wo der hinkommt. Gerade wenn man das jetzt nicht so oft gemacht hat, muss man dann nicht genau schauen, sondern kann den einfach platzieren. Und dann passt das. Ich weiß nur nicht, wo ich meine Finger ablegen soll. Ein bisschen lösen. Dann lassen wir die Karten ein wenig abkühlen. Die wird wahrscheinlich noch ein bisschen heiß sein. Ich hänge die dann immer hier an die Absaugung, da geht es ein bisschen schneller. Da warten wir kurz. Peter, alles gut? Suchst du Freunde an dich? Ja. Seht ihr Ilja, wie er die ganze Zeit rüber schaut? Ist ein bisschen gruselig, gell? So. Und jetzt sollte das Ganze wieder funktionieren. Wer hat denn mein Kabel kaputt gemacht hier? Welcher? Von der Hose. Die machen immer alles kaputt bei mir. Klauen alles. Du bist auf keinen Fall dafür verantwortlich. So, dann beobachten wir zuerst mal den Ladestrom. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Wir sind ja jetzt relativ gut in der Zeit noch. Wir sind noch unter 10 Minuten. Dann würde ich jetzt sagen, warten wir einfach mal noch kurz ab, weil gleich müsste dann das Symbol kommen, dass das Gerät wirklich lädt und dann müsste auch die Stromaufnahme ein bisschen hochgehen. Das dauert bei Samsung immer 1-2 Minuten oder 3. Ich könnte ja vorspulen und dann spart ihr euch die Wartezeit.
Natürlich kann es auch sein, dass das jetzt ewig lange dauert. Und das finden wir auch ganz schnell raus. Wenn der Akku nämlich jetzt wirklich leer ist bis zum geht nicht mehr, dann brauchen wir hier nicht eine Stunde zu sitzen. Das Gerät hat vorher gar nichts mehr gemacht. Also ist das hier schon mal ein Erfolg, beziehungsweise von Erfolg. Und ich messe jetzt mal noch schnell die Spannung vom Akku. Der sollte 3,7 haben, 3,85. Wenn der nämlich jetzt bei 2,5 oder so steht, dann können wir das Video an der Stelle beenden, sonst dauert das zu lange. Na, welcher ist es? Ist natürlich möglich, dass er auch ganz kaputt ist, der Akku. 2,7 Volt. Dann würde ich das Video an der Stelle beenden, weil das dauert einfach zu lange. Dann sitzen wir noch eine Viertelstunde da und die Zeit habe ich nicht. Wir haben hier noch mehr Reparaturen, muss ich ein bisschen Gas geben. Sobald das Gerät angeht, postet Ben dann ein Bild auf Instagram, dass man auch sieht, dass es wirklich funktioniert. Dann könnt ihr euch das ansehen. Ich denke, 20 Minuten. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schnelles Video, 10, 11 Minuten, 12, 13. Und bis zum nächsten Mal.